Ja, herzlich willkommen zu unserem Webinar eGain und Eliso schon mal vorab. Wir warten noch ein paar Sekunden, bis sich alle einwählen konnten und dann geht der Start los. Also noch ein klein wenig Geduld. So, dann hoffen wir mal, dass alle den richtigen Knopf gedrückt haben. Und dann sage ich nochmal natürlich herzlich willkommen bei unserem Webinar Effiziente Gebäude und Elektromobilität im Kontext der EPBD. Was das genau im Einzelnen bedeutet und was dahinter steckt, was für Chancen und Risiken da sind, werden wir bestimmt von unseren Referenten hören. Zu mir nur ganz kurz. Ich bin der Christian Zahl, Key Account Manager bei eGain und ja, das reicht eigentlich schon. Ich mache heute nur die Moderation. Die Experten sind natürlich meine Kollegen. Einmal natürlich der Matthias Fenter, Projektmanager bei Eliso. Eliso kümmert sich um ganzheitliche Ladelösungen für Unternehmen. Das geht von der Beratung, Planung, Ausbau, Einrichtung bis zum Betrieb. Spannendes Thema. Ja, ich freue mich schon sehr, was wir da heute erfahren. Und starten wird meine direkte Kollegin, die Eva-Maria Metz, auch Key Account Managerin bei eGain. Und vielleicht noch kurz zu eGain erwähnt, wer es noch nicht kennt. Wir machen natürlich sehr tolle, geringinvestive Maßnahmen. Sprich, wir machen die Gebäude digital und haben dann natürlich nur eine super KI-Steuerung, wo wir automatisch Energie einsparen. Wird bestimmt Eva-Maria nochmal darauf zurückkommen. Ja, Fragen nochmal kurz im Vorfeld. Wenn welche da sind, bitte gerne in den Chat einstellen. Die werden wir dann im Anschluss beantworten und hoffentlich auch zu eurer Zufriedenheit. Und dann denke ich mal, sind wir schon dabei. Dann starten wir schon mal los und Eva-Maria übernimmt. Ja, vielen Dank, Chris, für die einleitenden Worte und für die Vorstellung. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ja, wir stecken so mitten in unserer Veranstaltungsreihe zu den ESG-Kriterien im Gebäude. Und als kurzer Reminder, was sich hinter ESG verbirgt, hier noch einmal dargestellt auf dieser Folie. Natürlich einmal die Umweltfaktoren, soziale Faktoren und Faktoren der Unternehmensführung. Und gerade auf diesen letzten Aspekt wollen wir uns heute besonders fokussieren, nämlich was die Compliance mit der EPBD betrifft. Wir schauen auf die ja, hauptsächlich EU-seitigen Anforderungen in Bezug auf Gebäude und auf die Elektromobilität. Aber anfangen möchte ich mit diesem Bild und wer von Ihnen im letzten Webinar war, der kennt es schon. Hier dieser eindrucksvolle gestrandete Tanker, wo man auch von einem Stranded Asset sprechen könnte. Den Begriff hört man auch in Bezug auf Gebäude immer häufiger. Ursprünglich kommt er aus der Ölindustrie, nämlich dann, wenn Förderanlagen aufgrund gesetzlicher Bestimmungen nicht mehr weiter genutzt werden dürfen. Aber inzwischen nutzt man den Begriff eigentlich häufig für, ja, für alle Arten von Vermögenswerten, deren Marktwert drastisch sinkt, so etwa Gebäude. Wann wird eine Immobilie zum Stranded Asset? Nämlich genau dann, wenn sie den vorgegebenen Dekarbonisierungspfad verlässt. Das heißt, wenn also das Gebäude mehr Treibhausgase emittiert, als zulässig sind. Und da sind wir natürlich schon drin im Thema Compliance, im Thema gute Unternehmensführung. Maßgeblich ist hier dann natürlich gerade im Betrieb der Energieverbrauch. Angelegt ist das Ganze bereits im Pariser Klimaabkommen. Großen Einfluss hat aktuell auch die EU-Taxonomieverordnung. Und da stellt sich natürlich die Frage, ist es denn auch ein realistisches Szenario, dass Gebäude zum Stranded Asset werden? Und ich denke, das kann man ganz gut beantworten, wenn man sich diese Zahlen anguckt. Nämlich ist es einfach so, dass die allermeisten Gebäude in der EU nicht energieeffizient sind und aber im Jahr 2050
eben trotzdem noch im Betrieb sein werden. Das heißt, alles, was wir heute an unserem Gebäudeportfolio vornehmen, hat einfach sehr langfristige Auswirkungen auf die Compliance gegebenenfalls und auf das Stranding-Risiko. Genau, und hier schauen wir uns einmal eben heute, wie gesagt, die EPBD an oder Energy Performance of Buildings Directive auf Englisch, im Deutschen genannt die Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden. Ist, wie gesagt, eine EU-Verordnung. In der ersten Fassung gab es die, kommt die aus dem Jahr 2012. Die aktuellste Fassung ist jetzt aus 2018. Zusammen mit der EED, mit der Energieeffizienzrichtlinie, ist es einfach die maßgebliche Grundlage, die maßgebliche rechtliche Grundlage für Gebäude in der EU. Die Ziele der EPBD sind, ja, den Gebäudebestand zu dekarbonisieren bis 2050, aber eben auch ein stabiles Umfeld für Investitionen im Gebäudebereich zu schaffen und aber auch Unternehmen und anderen Marktteilnehmern zu ermöglichen, gute und informierte Entscheidungen zu treffen, wie Energie und auch Kosten im Gebäude reduziert werden können. Ja, vielleicht noch ein kurzer technischer Hinweis. Richtlinie, Verordnung, was bedeutet das dann eigentlich auf nationaler Ebene? Eben im Gegensatz zu einer Verordnung, die ganz direkt in den einzelnen Mitgliedstaaten der EU wirkt, gibt die eine EU-Richtlinie nur ein einheitliches Ziel vor. Die einzelnen Mitgliedstaaten müssen dann den Weg zur Umsetzung dieses Ziels eben selber definieren, und zwar über nationale Gesetzgebung und technische Richtlinien. In der EPBD steckt natürlich ganz viel drin. Heute wollen wir über zwei Aspekte besonders sprechen. Einmal über die Systeme für Gebäudeautomatisierung und Steuerung. Das ist nämlich ja die relevanteste oder eine der relevantesten Anforderungen an die Bestandsgebäude, die drinsteckt in dieser Richtlinie. Und dann im zweiten Teil wird Matthias stärker auf das Thema Elektromobilität eben auch am Gebäude eingehen. Ja, was verbirgt sich dahinter? Systeme für Gebäudeautomatisierung und Steuerung werden verpflichtend sein ab 2025 in Neubauten, aber das ist ganz wichtig, eben auch in Bestandsbauten. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn bisher gab es sehr, sehr viele Anforderungen an den Neubau, eben gerade auch auf nationaler Ebene über die ENEF. Hier hat man wirklich eine Verpflichtung auch zur Nachrüstung. Und zwar für alle Nichtwohngebäude mit einer Nennleistung der Anlagentechnik, also Heizung, Lüftung, Klima, entweder einzeln oder kombiniert, die größer 290 kW ist. Das ist tatsächlich im Nichtwohngebäudebereich ziemlich leicht zu erreichen. Also da werden doch einige Nichtwohngebäude von betroffen sein. Ja, was müssen diese Systeme denn können? Und auch das ist ganz interessant. Die Systeme müssen einerseits in der Lage sein, den Energieverbrauch kontinuierlich zu überwachen, zu protokollieren, zu analysieren. Das kommt jetzt direkt aus der Richtlinie, was ich hier vorlese. Und auch die Anpassung zu ermöglichen. Sie müssen aber auch in der Lage sein, Benchmarks aufzustellen in Bezug auf die Energieeffizienz des Gebäudes mit anderen Gebäuden eben. Müssen Effizienzverluste der gebäudetechnischen Systeme erkennen und müssen eben auch die Kommunikation zwischen miteinander verbundenen gebäudetechnischen Systemen und auch anderen Anwendungen innerhalb des Gebäudes ermöglichen. Das heißt, was hier eigentlich auch ein ganz zentrales Element ist, ist die Systemoffenheit und die Anbindung von anderen Systemen und Anwendungen, wie eben dann zum Beispiel den Ladestationen für die E-Autos. Das war jetzt einmal, waren die Nichtwohngebäude. Bei den
Wohngebäuden sieht es etwas anders aus. Ich sagte ja gerade, die Richtlinie gibt eigentlich nur ein Ziel vor. In Bezug auf die Gebäudeautomatisierung ist es hier schon sehr, sehr konkret für eine Richtlinie. Bei den Wohngebäuden sieht es leider etwas schwammiger aus. Da ist es nur eine Kann-Anforderung, dass die Mitgliedstaaten eben Anforderungen festlegen, um kontinuierliche elektronische Überwachungsfunktionen zur Messung der Energieeffizienz nachzurüsten. Was aber ganz wichtig ist, diese Anforderung ist auch in der EU-Taxonomie verankert. Das heißt, möglicherweise kommt Ihnen 2025 jetzt noch ganz weit weg vor oder die Anlagentechnik ist etwas kleiner, aber wichtig, wer taxonomiekonform sein möchte, zum Beispiel, weil er eine grüne Finanzierung für die Immobilie anstrebt, der hat es halt so erfüllen. Und wir kennen das ja alle von der ENIF, da wurde nicht so gut kontrolliert. Ist natürlich immer die Frage, ja, wer schaut nach, ob solche Systeme wirklich installiert sind. Bei der Taxonomie muss man aber natürlich sagen, dass da ganz andere Kontrollmechanismen nochmal im Hintergrund sind. Ja, außerdem vielleicht noch ergänzend, ein Smart Readiness Indicator ist in der Entwicklung, der die Kommunikationsfähigkeit der Systeme im Gebäude untereinander messen wird und aber auch die Netzdienlichkeit des Gebäudes einheitlich bewerten soll. Also da tut sich einiges auf EU-Ebene. Wie sieht es jetzt mit der deutschen Umsetzung aus? Da muss man sagen, Deutschland ist ziemlich hinterher. Die Anforderungen werden ins GEG, also ins Gebäudeenergiegesetz, einfließen, welches ja vor einiger Zeit die, ich denke, allen bekannte ENIF abgelöst hat. In der aktuellen Fassung findet sich das noch nicht. Da sind noch ältere Anforderungen der EU, wie zum Beispiel der Niedrigstenergiegebäudestandard. Der ist dort schon eingeflossen, der kommt auch aus der EPBD, aber eben die Anforderungen für diese Sache hier noch nicht. Das heißt, es bleibt noch ein wenig spannend. Trotzdem ist es ganz wichtig, sich darauf vorzubereiten. Was sollten Sie also heute tun, um mit diesen Unabwägbarkeiten ja auch ein wenig Risikomanagement zu betreiben? Ganz wichtig sind einfach Daten. Fangen Sie an, Daten zu sammeln, um einen Prozess für das Energiedatenmanagement zu etablieren. Daten sind der Schlüssel, um Gebäude wirklich umfassend zu bewerten, um Portfolien umfassend zu bewerten hinsichtlich Energieverbräuchen und Emissionen, aber auch hinsichtlich sozialer Faktoren, wie zum Beispiel der Luftqualität in Gebäuden und sind damit eben auch essentiell wichtig, um Compliance mit unterschiedlichen gesetzlichen Anforderungen, wie zum Beispiel der EPBD, nachzuweisen. Aber gleichzeitig öffnen Ihnen Daten auch die Tür, ja, für Zukunftsthemen, für Mehrwertdienste im Gebäude, die zum Beispiel dann mithilfe künstlicher Intelligenz funktionieren können. Und gerade diese künstliche Intelligenz kann Ihnen da auch dabei helfen, schon heute ohne größere Investitionen CO2 und Kosten zu sparen, um damit auch andere größere Themen, die im Liegenschaftsportfolio anzustehen, auch ja, ein Stück weit zu finanzieren. Ja, wie kann das in der Praxis aussehen? Starten, wenn man Daten haben möchte, muss man natürlich immer erstmal starten mit Daten sammeln. Und um Daten zu sammeln, müssen Gebäude online kommen. Das heißt, sie müssen digitalisiert werden. Gerade bei größeren Portfolien ist es eigentlich nicht mehr möglich, da jemanden mit Stift und Klemmbrett an die Zähler zu schicken. Außerdem gibt es ja noch ganz andere spannende Daten, wie zum Beispiel Daten in den Räumen, die ganz wichtig für ein Komfortmonitoring sind, die zum Beispiel die Temperatur, die Luftfeuchtigkeit oder auch den CO2-Gehalt betreffen, aber eben dann auch technische Daten auf Anlagenebene wie Systemtemperaturen oder eben auch Daten aus Zählern. Ganz wichtig hier, und das hatte ich ja auch gerade schon unterstrichen, dass es auch in der Richtlinie so verankert ist,
achten Sie immer bei der Auswahl Ihrer Technologien auf Systemoffenheit, auf Skalierbarkeit. Wenn Sie sich heute ein System anschaffen, was geschlossen ist, dann werden Sie sich mit veränderten Anforderungen ein zweites Parallelsystem daneben stellen müssen. Und das ist nicht zielführend und ist auch nicht kosteneffizient. Wenn Sie dann die ganzen Daten im Gebäude erfassen, dann können die Daten natürlich erstmal automatisch abgeholt, aber eben auch aggregiert werden, um diese dann aus der Ferne eben auch intelligent aufbereitet auswerten zu können, um Ableitungen zu treffen zu Effizienz und zu möglichen Effizienzmaßnahmen. Und der ganz zentrale Punkt, eben von mir angesprochen, es öffnet eben die Tür für intelligente Dienste am Gebäude, wie zum Beispiel eine bedarfsgerechte Bereitstellung der Wärme. Das heißt, die ganzen Daten aus dem Gebäude können kombiniert werden mit einer Wetterprognose. Der Algorithmus erlernt dann immer mehr, wie sich das Gebäude in unterschiedlichen Wettersituationen verhält, wie das Energiespeichervermögen des Gebäudes ist und kann dann eben eine ganz individuelle, ideale Steuerungsstrategie für die bestehende Heizanlage des jeweiligen Gebäudes entwickeln. Das Ganze mit dem Ziel, die idealen Raumkonditionen zu schaffen mit dem minimal notwendigen Energielevel. Ja, ganz wichtig, jedes zukunftsweisende Projekt im Gebäude sollte skalierbar sein. Das heißt, achten Sie auch hier auf Lösungen, die nicht nur für ein Pilotgebäude funktionieren, sondern eben im Zweifel für ein ganzes Portfolio. Das eben Vorgestellte kann hier eine gute Maßnahme sein, um bereits heute Emissionen und Kosten zu senken und um nochmal den Rückschluss zur EPBD zu schaffen, was, denke ich, auch klar ist, dass wesentliche Elemente aus den Anforderungen hier einfach abgebildet sind, nämlich das Monitoring und das Benchmarking und eben auch die Offenheit gegenüber anderen Systemen, anderen Themen, die eben immer mehr und mehr in die Gebäudesphäre kommen, wie eben zum Beispiel das Thema Elektromobilität. Und das ist jetzt meine Überleitung an den Matthias. Ja, vielen Dank, Eva-Maria, für die Überleitung. Auch nochmal herzlich willkommen von meiner Seite. Genau, ich möchte weitermachen mit dem Part Elektromobilität im und am Gebäude, eben auch getrieben durch verschiedene EU-Vorgaben. Ein Teil davon ist eben das Gebäude-Elektromobilitäts-Infrastrukturgesetz, kurz GEIG auch genannt, das ich Ihnen jetzt einfach mal kurz und knapp näher bringen möchte. Ist im Endeffekt einfach eine simultane Umsetzung von einer EU-Gebäuderichtlinie in das nationale Recht. Mit Verabschiedung dieses Gesetzes soll einfach quasi der Aufbau von Ladeinfrastruktur, von Leitungsinfrastruktur in Wohnimmobilien, aber auch in Gewerbeimmobilien mit größeren Parkplätzen einfach erleichtert werden. Ist jetzt im März diesen Jahres in Kraft getreten. Kurz und knapp hier nochmal versucht darzustellen, für wen gilt das GEIG eigentlich? Das GEIG, das gilt immer für Eigentümer von Bestandsgebäuden, aber auch von Gebäudeneubauten. Das ist zum einen diese Unterscheidung, was wird abgegrenzt, wie auch gerade von der Eva-Maria schon die Abgrenzung stattgefunden hat, eben Wohngebäude und Nicht-Wohngebäude. Wohngebäude im klassischen Sinne einfach die Zweckbestimmung, den überwiegend dem Wohnen, bedeutet also Wohnaltenheime, Pflegeheime, ähnliche Einrichtungen sind in diesem Fall natürlich auch Wohngebäude. Genau, und wie gerade schon erwähnt, findet einfach eine Unterscheidung statt zwischen Neubau und Bestandsgebäude. Bei Neubauten ist es bei Wohngebäuden in der Regel so, dass eben über mehr als 5 Stellplätze verfügt werden muss. In dem Fall muss auch jeder Stellplatz mit Leitungsinfrastruktur für Elektromobilität ausgestattet werden. Einfach die zwingende Vorgabe, was vorgerüstet werden muss. Spätere Einrichtung soll dadurch einfach ermöglicht werden. Das ist einfach diese, die Zukunftsfähigkeit, die damit gewährleistet werden soll. Und eine Voraussetzung ist eben, und das ist durchgängig, sowohl bei Wohngebäude als auch bei Nichtwohngebäude, egal ob Bestand oder Neubau so, dass die Parkplätze eben innerhalb des Gebäudes oder angrenzend stattfinden müssen. Hebe ich jetzt nochmal hervor, weil das nachher auch nochmal recht wichtig wird.
Was Leitungsinfrastruktur dann eigentlich meint, auch da gehe ich nachher nochmal drauf ein, weil ich denke, die Frage, die sollte auf jeden Fall beantwortet werden. Wie ist es bei Wohngebäuden im Bestand? Auch da gilt, wie gerade schon erwähnt, innerhalb oder angrenzend müssen sich die Parkplätze befinden. Da müssen es mehr als 10 Stellplätze sein und das Gebäude, das muss einer größeren Renovierung unterzogen werden. Dann muss jeder Stellplatz mit Leitungsinfrastruktur, also wirklich jeder Stellplatz, vorgerüstet werden. Und diese Renovierung, die ich angesprochen hatte, die muss eben den Parkplatz oder die elektrotechnische Infrastruktur des Gebäudes umfassen. Bei Nichtwohngebäuden, auf der Tabelle hier die rechte Seite, sind eben die Gebäude, die überwiegend nicht dem Wohnen dienen, also klassischerweise einfach Gewerbeimmobilien. Da ist es bei Neubauten so, dass die Nichtwohngebäude, die mehr als 6 Stellplätze aufweisen, jeden dritten Stellplatz mit Leitungsinfrastruktur versehen müssen und dazu mindestens ein Ladepunkt aufgebaut werden muss. Auch dann eben nur, wenn der Parkplatz in oder an dem Gebäude angrenzend sich befindet. Und im Bestand auch dann wieder quasi die Regelung mehr als 10 Stellplätze und eine größere Renovierung. Jeder fünfte Stellplatz muss vorgerüstet werden und zusätzlich ein Ladepunkt. Wobei man auch hier jetzt schon relativ deutlich sieht, sage ich mal, dass ein Ladepunkt, der da angesprochen wird, der da vorgerüstet werden muss oder errichtet werden muss, dass dieses GAIG, also die Simultanumsetzung quasi von der EU-Richtlinie, einfach, sage ich mal, nur die Mindestvorgaben umsetzt. Und da gibt es noch eine Sonderregelung in Bestandsgebäuden. Bestehende Nichtwohngebäude, die über mehr als 20 Stellplätze verfügen, da gilt eine Pflicht zur Errichtung eines Ladepunkts zwingend ab dem 1.1.2025. Sieht man auch schon wieder hier eine schwammige Formulierung, sage ich mal, von diesem GAIG, weil da gibt einfach noch keine Regelung, bis wann nachgerüstet werden muss. Wollte ich einfach nur nochmal aufzeigen, dass man im Endeffekt sieht, das ist auf jeden Fall eine Simultanumsetzung von der EU-Gebäuderichtlinie, aber jedoch nur die Mindestvorgaben, was in dem Sinne oder in Bezug auf Ladeinfrastruktur etwas schade ist. Die größere Renovierung, die ich angesprochen hatte, was bedeutet eigentlich größere Renovierung? Bedeutet in dem Sinn, dass mindestens 25% der Oberfläche, der Gebäudeoberfläche oder der Gebäudehülle eben der Renovierung unterzogen werden müssen. Wichtig in dem Zusammenhang ist auch noch, weil ich gerade eben von Mindestanforderungen gesprochen habe, es gibt zum Teil schon Landesgaragenverordnungen beispielsweise oder Stellplatzsatzungen auf kommunaler Ebene, die bereits jetzt oder zum jetzigen Zeitpunkt einfach schon Vorgaben über die Ausstattung von Ladepunkten und Leitungsinfrastruktur machen. Einfach nur ein Beispiel, Stellplatzsatzung in Offenbach bei Frankfurt schreibt beispielsweise vor, dass ab 20 Stellplätzen schon mindestens 25% eben ausgestattet werden müssen mit Lade- und Leitungsinfrastruktur bis zum Stellplatz. In dem Sinn wird dann dieses Gebäude-Elektromobilitätsgesetz schon hinfällig, weil das, sage ich mal, auf kommunaler Ebene noch detaillierter geregelt ist. Genau. Noch zum Thema Vorrüstung. Was bedeutet Vorrüstung im eigentlichen Sinne im GAIG? Vorrüstung bedeutet hier einfach die Ausstattung eines Stellplatzes mit Leitungsinfrastruktur. Bedeutet in dem Sinn Leitungsführung von Elektroleitungen und Datenleitungen, also Leerrohre, Kabelschutzrohre, Britschen, Trassen oder ähnliches. Bedeutet, dass man einfach erforderlichen Raum für den Zählerplatz vorhält. Sag mal einfach gesagt, alles, was dann im Elektroraum stattfindet. Bedeutet der Einbau von einem intelligenten Messsystem. Das wäre quasi wieder die Brücke, sage ich mal, zu den Thematiken, die Eva Maria angesprochen hat. Gerade im Hinblick auf Lade- und Lastmanagement für die Leitungsinfrastruktur. Und dann eben auch die erforderlichen Schutzelemente, die sich dann in der Regel in der Unterverteilung auch im Elektroraum befinden. Genau. Auch hier beim GAIG, da gibt es natürlich Ausnahmen. Ausnahmen gelten für Nichtwohngebäude, die sich im Eigentum von KMUs befinden, also von kleineren, mittleren Unternehmen und die eben mehrteilig über 50% diese Tätigkeit in diesem Gebäude auch ausüben. Und wenn die Renovierungskosten über 7% der Gesamtkosten überschreiten. Und diejenigen Gebäude, die gerade öffentlich sind und die eben andere EU-Richtlinien schon erfüllen, gibt es zum Beispiel eine Richtlinie über den Aufbau der Infrastruktur über alternative Kraftstoffe, die sind eben natürlich auch von dieser GAIG-Vorgabe ausgenommen. Genau. Abschließend da noch einfach wichtig, was droht bei Nichtumsetzung, mit was für Kosten ist da zu rechnen, das kann eben mit bis zu 10.000 Euro gehandelt werden. Genau. Jetzt wissen wir, was es für Vorgaben gibt. Dann stellt sich natürlich auch die Frage, was für Förderungen bestehen eigentlich, gerade eben auf Bundesebene.
Ich habe jetzt hier einfach mal 4 beispielhaft aufgenommen, die aber einfach auch zeigen sollen, gerade Ladeinfrastruktur vor Ort, öffentliche Ladeinfrastruktur oder auch das Flottenaustauschprogramm zeigt, dass diese Förderungen, die es auf Bundesebene gibt oder die auf Bundesebene bestehen, zum Teil eigentlich oder zum Großteil eigentlich nur, sage ich mal, die öffentliche Ladeinfrastruktur anregen oder anregen wollen. Die befindliche Förderung ganz auf der rechten Seite, die private Ladestation, ich denke, die meisten von Ihnen werden sie kennen, von der KfW, die 900 Euro, die betrifft natürlich auch den privaten, nicht öffentlichen Bereich. Auf Bundesebene wird aber zumeist nur der öffentliche Part gefördert, sage ich mal. Was bedeutet das Ganze im Allgemeinen? Eine Folie weiter, Eva-Maria. Einfach nochmal aufgezeigt, was gilt grundsätzlich eigentlich. Es gibt grundsätzlich eine Vielzahl an Fördermöglichkeiten von unterschiedlichen Fördermittelgebern, also Bund, Länder, Städte, aber auch Kommunen. Und unsere Erfahrung, aber auch, denke ich mal, die Erfahrung von den Unternehmern und auch Privatleuten zeigt, je kleiner, je regionaler, je kommunaler eine Förderung ist, desto einfacher kann einfach der Förderantrag und auch die Auszahlung ablaufen. Förderungen, die es gibt, grundsätzlich in der Regel als Anteilsfinanzierung, bedeutet einfach ein fest vorgeschriebener Prozentsatz, der von den Gesamtkosten, sage ich mal, gefördert wird. Und meistens auch die Voraussetzung, dass eben zum einen, was natürlich auch wichtig ist, die Belieferung durch Ökostrom erfolgt und die Ladeinfrastruktur, die dann aufgebaut wird, auch mindestens 3 Jahre im Betrieb ist. Genau. Um das einfach nochmal beispielhaft aufzuzeigen, habe ich jetzt nochmal 2 konkrete Förderungen herausgenommen, sage ich mal. Eine aus Baden-Württemberg, eine aus Berlin. Eine aktuelle Fördermöglichkeit, die es beispielsweise hier in Baden-Württemberg gibt, ist zum Beispiel ChargeAppBW. ChargeAppBW fördert im Endeffekt einfach die Installation von Ladepunkten, den Netzanschluss und den Betrieb von nicht öffentlicher Ladeinfrastruktur in Baden-Württemberg. Förderberechtigt im Endeffekt jede juristische Person mit Sitz in Baden-Württemberg, die eben diesen Bau und den Betrieb von der Ladeinfrastruktur gewährleisten kann. Und da sind eben alle einmaligen Nettoausgaben förderfähig, die im unmittelbaren Zusammenhang mit der Installation stehen. Bedeutet die Ladeeinrichtung selber, Tiefbauarbeiten, die Installation, Inbetriebnahme, Netzanschluss etc. Maximal eben mit 2.500 Euro pro Ladepunkt und oder eben 40% der Nettokosten. Natürlich ist diese Förderung, wie jede Förderung, eigentlich auch an Bedingungen gebunden. Auch hier sehen wir wieder eben die zwingende Belieferung mit Strom aus erneuerbaren Energieträgern, sage ich mal. Natürlich müssen die Ladepunkte immer auf dem neuesten Stand der Technik sein, die Mindestanforderungen von der Ladesäulenverordnung erfüllen und auch hier einfach der Betrieb der Ladepunkte muss für mindestens 3 Jahre gewährleistet sein. In dem Zusammenhang ist noch wichtig, dass diese Förderung, die fördert ja, sage ich mal, die einmaligen Nettoausgaben, dass eben Nachrüstung oder Ersatzbeschaffung in dem Kontext nicht förderfähig sind. Das heißt, wirklich einmalige initiale Kosten werden in diesem Fall gefördert. Genau. Ein zweites Beispiel bezieht sich auf das Programm Velmo. Das ist ein Zuschuss, sage ich mal, zum Aufbau von Ladeinfrastruktur in Berlin, einfach um die gewerbliche Elektromobilität in Berlin zu fördern. Wichtiger Hinweis, die wurde jetzt diesen Jahres verlängert bis zum 31.12.2023, die Laufzeit. Und förderberechtigt sind hier in dem Fall eben in Berlin tätige KMUs und auch selbstständig Tätige, die einfach zur Ausübung ihrer Tätigkeit ein motorisiertes Fahrzeug benötigen. Ich denke, zum Großteil im Endeffekt eigentlich jeder. Und klar ist, die Antragstellen, die müssen eben ihre Betriebsstätte oder die Niederlassung in Berlin haben. Genau. Auch hier nochmal der Hinweis, weil jetzt hier, sage ich mal, nur die Kosten oder die Höhe der Kosten der Förderung, die Höhe der Förderung für Ladeinfrastruktur ausgewiesen ist. Gerade das Programm Velmo, falls da jemand Interesse hat, das bezieht sich nicht nur auf Ladeinfrastruktur, das bezieht sich auch auf, ich sage mal, den Schritt vorher. Das heißt einfach eine Potenzialberatung auf Ladeinfrastruktur und dann aber auch auf Fahrzeuge. Ich habe jetzt in dem Fall nur die Höhe der Förderung für die Ladeinfrastruktur herausgestellt. Zeigt sich aber auch, hier wird ein Großteil gefördert, gerade bei AC-Ladepunkten 50% der Gesamtkosten, auch hier maximal 2.500 Euro. Hier findet eine Unterscheidung statt zwischen Gleichstrom- und Wechselstrom-Ladeinfrastruktur, bei Schnellladeinfrastruktur, also DC-Ladeinfrastruktur, maximal 30.000 Euro und eben auch 50% der Gesamtkosten.
Und auch hier wird der Anschluss an das Niederspannungs- oder Mittelspannungsnetz gefördert. Genau. Auch hier dieselbe oder ähnliche Bedingungen, Belieferung in jedem Fall mit Ökostrom. Die Errichtung von Ladeinfrastruktur darf keiner Gewinnerzielung dienen. Natürlich darf man, sage ich mal, ein Entgelt verlangen für die Nutzung, aber die darf eben nicht den Hintergrund einer Gewinnerzielung haben. Genau. Auch hier der Träger ist jetzt in dem Fall das IBB in Berlin. Bei ChargeJet BW war es die L-Bank. Also da gibt es, sage ich mal, immer, sage ich mal, unterschiedliche Institutionen, die da diese Förderung übernehmen. Genau. Und das sind jetzt, sage ich mal, einfach zwei Beispiele gewesen, die, sage ich mal, auf Landesebene erfolgen. Da kann man natürlich auch sagen, die Laufzeiten, die sind jetzt, in dem Fall ist es hier gegeben, bei ChargeJet BW ist, sage ich mal, Open End, aber auch mit dem Hintergrund offenes Ende, weil in jedem Fall, das war gerade die Aussage von der L-Bank, folgt, sage ich mal, eine neue Förderung, die dann eben öffentliche, aber auch nicht öffentliche Ladeinfrastruktur einbezieht. Genau. Auf der nächsten Folie noch einmal zusammengefasst die KfW-Förderung. Ich denke, den meisten Zuhörern ist, sage ich mal, die Förderung bekannt. Wollte ich jetzt einfach auch nur noch mal erwähnen, weil es jetzt halt wirklich eine Bundesförderung ist, die sich einfach auf private Ladestationen bezieht. Genau, wer es noch nicht mitbekommen hat, eben Förderung, die quasi 900 Euro pro Ladepunkt fördert, sowohl für Privatpersonen, aber auch für Eigentümergemeinschaften, Wohnungsunternehmen etc. Und auch hier sieht man wieder, die Bedingungen sind diejenigen, die einfach oder gesamtheitlich oder mehrheitlich die meisten Förderungen auch erfüllen müssen. Die Ökostrombelieferung, in dem Fall die fabrikneue, intelligente und auch steuerbare Ladestation und die Antragstellung eben, bevor die Ladestation auch bestellt ist. Genau. Soweit zu den Fördermöglichkeiten für die Ladeinfrastruktur. Ich hoffe, das hat Ihnen mal einen groben Überblick gegeben und da würde ich auch nochmal überleiten zu eGain. Jo, das war ein sehr schöner Vortrag. Fördermöglichkeiten ohne Ende, wie man sieht. Elektromobilität ist sowieso mein Ding, mal so am Rande erwähnt. Bin passionierter Elektroautofahrer, also von daher genau mein Thema. Und gerade Lademöglichkeiten ist heiß und das wird für die Zukunft ein riesen Thema sein. Also beschäftigen Sie sich im Vorfeld damit, so schnell wie möglich. Sprechen Sie Matthias an, der hilft Ihnen da bestimmt gerne weiter. Ansonsten können wir uns natürlich nur bedanken bei allen Teilnehmern und natürlich auch bei unseren Referenten. Gar keine Frage. Dann kommen wir dann einfach mal zu den Fragen, die noch offen sind. Und bevor es losgeht mit den Fragen, noch ein kleiner Hinweis. Das war ja erstmal unser letztes Webinar aus der Reihe. Wir arbeiten aber schon an der Folgeserie und werden bestimmt baldmöglich wieder auf Sie zukommen drauf. Dann haben wir die Fragen. Die erste Frage haben wir hier. Von Arne Bramfeld. Strafzahlung bis zu 10.000 Euro pro Firma, Stellplatz, ja? Fragezeichen. Was sagt der Matthias? Genau, also Stellplatz oder pro Jahr, das kann ich in jedem Fall ausschließen. Das wird sich dann, ich kann es jetzt nicht zu 100% gewährleisten, ehrlich gesagt, aber das wird sich dann im Endeffekt auf die Liegenschaft beziehen. Bedeutet, wenn diese Liegenschaft eben diese Umsetzung der GAIK-Vorgaben nicht gewährleistet, sind bis zu 10.000 Euro fällig. Ich sage mal, da gibt es jetzt noch kein aktuelles Exempel oder Referenzobjekt, sage ich mal, wo dies stattgefunden hat oder wo diese Bußgelder eingefordert wurden. Wird sich aber in jedem Fall auf die Liegenschaft beziehen und jetzt nicht auf jeden Stellplatz, der nicht nachgerüstet wurde. Herr Bramfeld, ich würde das aber in jedem Fall klären und mich dann auch nochmal direkt bei Ihnen melden. Wunderbar. Was auf jeden Fall teurer geworden ist oder wo es wirklich Strafe gibt, weiß jeder, der neue Bußgeldkatalog, fahren Sie immer vorsichtig, war am Rande erwähnt. Noch ein kleiner Mini-Hinweis, wenn Sie ein spannendes Thema haben, wenn Sie ein spannender Partner sind für diese Themen, die wir haben, wie ESG, Gebäudeeffizienz oder so weiter, für unsere nächsten Webinarreihen sind wir gerne bereit, mit Ihnen zusammenzuarbeiten, würden uns freuen, wenn Sie uns Hinweise geben, natürlich auch gerne einfach an uns wenden. Die nächste Frage haben wir hier. Betrifft das GAIK auch Parkhäuser? Genau, beim GAIK ist es so, es stand oder hat ja die oder findet die Abgrenzung statt zwischen Wohngebäuden und Nicht-Wohngebäuden. Und auch da war ja immer die Vorgabe, sage ich mal, dass die Parkplätze in oder an dem Gebäude angrenzend sind. Stellen wir uns jetzt ein Parkhaus vor, das auf der gegenüberliegenden Straßenseite ist. Ist es so, dass prinzipiell einfach die Einstufung als Nicht-Wohngebäude erfolgen würde? Ein Parkhaus weist in der Regel mehr als 20 Stellplätze vor, aber auch mit dem Hintergrund oder die Aussage, es gibt keine explizite Erwähnung von Parkhäusern. Bedeutet,
von Parkhäusern. Bedeutet, die Nachrüstpflicht gilt in jedem Fall ab 01.01.25, aber auch keine Regelung, wieder wann nachgerüstet werden muss. In der Regel wird aber die Einstufung erfolgen, nicht Wohngebäude, und dann eben gelten wieder die Anforderungen, die ich gerade angesprochen hatte. Größere Renovierungsmaßnahme, mehr als 10 Stellplätze, eben jeder fünfte Stellplatz muss eben vorgerüstet werden. Genau. Dann hätten wir noch die Frage, welche Bedeutung hat der Quartiersansatz, wie lässt sich dieser prüfen und umsetzen? Genau. Quartiersansatz bedeutet in dem Sinne einfach, vielleicht auch da wieder ein praxisnahes Beispiel einfach. Wir haben jetzt, sage ich mal, ein Quartier, das heißt mehrere Wohngebäude oder mehrere Mehrfamilienhäuser, sage ich mal, die angebunden sind mit einer Tiefgarage, die sich unter den Wohngebäuden befindet. Dieser Quartiersansatz, der in dem GAIG angesprochen wird, der regelt im Endeffekt einfach den Aufbau von dieser Lade- und Leitungsinfrastruktur für diese räumlich zusammenhängenden Gebäude, also sogenannte Quartiere im Endeffekt einfach. Das heißt, die Gebäudeeigentümer, die das GAIG anspricht, oder auch die Bauherren, die eben in diesem räumlichen Zusammenhang stehen, die können eben gemeinsam für diese Vorrüstung und diese Ausstattung sorgen. Was da nicht genau definiert ist, ist der räumliche Zusammenhang, sage ich mal. Wichtig in dem Kontext, diese gebündelte Erfüllung, die ist möglich, braucht aber immer eine Schriftform Erfordernis für die Vereinbarung. Also da muss einfach schriftlich müssen die Gebäudeeigentümer einfach das abhandeln und sagen, wir wollen das gemeinsam erfüllen. Genau. Erleichtert, sage ich mal, einfach den Aufbau in Quartieren. Okay. Dann hat sich nochmal Arne Braunfeld zu Wort gemeldet. Das GAIG tritt ab 01.01.2025 in Kraft. Ist dieser Stichtag ausschlaggebend für die Beauftragung von Renovierung, Neubauten oder ein anderes Datum? Das ist ein anderes Datum, also in Kraft ist es schon getreten, das heißt seit März diesen Jahres betrifft es quasi Wohngebäude, Nicht-Wohngebäude und eben Bestand als auch Neubau. Dieser 01.01.25, dieser Stichtag, der bezieht sich auf die Nachrüstpflicht zur Errichtung eines Ladepunktes, aber wie auch da schon erwähnt, das ist eine recht schwammige Formulierung, weil es ist nicht klar gesetzt, bis wann nachgerüstet werden muss. Und dieser 01.01.25, dieser Stichtag, der bezieht sich auch nur auf Nicht-Wohngebäude, also auf klassische Gewerbeimmobilien im Bestand. Wichtig, in Kraft getreten ist das GAIG schon im März 2021. Okay, dann haben wir noch die Frage, gibt es einen Überblick über die bundesweite, aber auch länderspezifische regionale Förderlandschaft seitens ELISO? Wenn ich mich recht entsinne, habe ich sogar einen kleinen Link bei euch gesehen in der Präsentation, richtig? Genau, richtig. Da gibt es einfach, sind, sage ich mal, die attraktivsten Fördermittel, sowohl vom Bund, aber eben auch auf Landesebene, einfach auf unserer Website gelistet, eliso.io. Da können Sie einfach die Länder oder auch mehrere Länder oder Bundesländer, wo Sie eine Förderung vielleicht beantragen wollen oder was Sie interessant finden, anklicken. Und erscheint dann einfach eine Liste mit den aktuell möglichen Förderungen. Dann haben wir noch eine Abschlussfrage, wie ich hier sehe. Zumindest habe ich keinen weiteren im Blick. Gibt es auch für Gebäudeeffizienz Fördermittel? Das wäre dann eher eine Frage an Eva Maria. Die gibt es. Es ist ähnlich aufgestellt, wie was Matthias für den E-Mobilitätsbereich gesagt hat, auch mit den ähnlich gültigen Vorgaben, was die Prozentsätze betrifft. Und hier gibt es auch unterschiedliche Förderungen auf Bundes- und auf Landesebene. Besonders interessant, denke ich, ist das BEG auf Bundesebene über die BAFA in Kombination mit der KfW, aber auch einige ganz tolle Landesprogramme, wie es jetzt gerade hier relativ neu in Berlin auch über die IBB eine Förderung eben für ja auch GA-Systeme und Energiemonitoring in Wohn- und Nicht-Wohngebäuden. Also wer da tiefer einsteigen will, kann sich gerne bei uns nochmal melden und wir schauen dann da projektspezifisch, was die beste Förderquote gibt. Ja, super. Dann haben wir alle Fragen soweit beantwortet. Ich hoffe, alle sind zufrieden mit den Antworten und wir freuen uns, dass Sie dabei geblieben sind bis zum Ende. Wünschen Ihnen viel Spaß und bleiben Sie gesund. Danke, schönen Nachmittag. Danke, tschüss.
Tschüss.